Auf die Plätze, fertig, los. Leni startet im Kanu voll durch. Hier auf dem Margaretensee im Piratencamp vom Sportbildungswerk in Duisburg lernt sie, wie man das Kanupaddel richtig ins Wasser hält. Gar nicht so einfach, oder? Es ist einfach, man lernt immer was dazu und wenn man mal umkippt oder so, macht es eigentlich auch Spaß. So. Gruppenleiter Konstantin Kramp hat aber immer ein Auge auf die Kinder. Unsere Kursleiter sind alle ausgebildete Rettungsschwimmer und sollte mal was passieren, dann sind wir immer bereit. Ansonsten haben die Kinder, wenn die in den Booten sind, immer eine Schwimmweste an und da passiert eigentlich selten was. Eigentlich ist noch nie was passiert tatsächlich. Und wenn sie umfallen, dann haben sie tatsächlich Spaß daran, weil sie noch ein bisschen nass werden. Und Spaß ist im Piratencamp garantiert. Die Sommerferien laufen seit einigen Wochen und wer Langeweile hat, bekommt beim Sportbildungswerk kreative Sportangebote. Wie zum Beispiel an der Kanustation. Gruppenleiter Konstantin trainiert eigentlich die Jugendnationalmannschaft im Drachenboot. Jetzt bringt er den Kindern sein Hobby näher. Die Kinder, die sind super glücklich damit und freuen sich immer, wenn man mit den Booten aus Wasser kann. Gerade wenn das Wetter mitspielt, möchten die eigentlich den ganzen Tag gar nichts anderes machen. Da wird es dann schwer, andere Programmpunkte umzusetzen. Aber die Kinder sollen auch etwas lernen. Mehr als jedes zweite Grundschulkind ist nach Angaben des DLRG inzwischen kein sicherer Schwimmer mehr. Im Sportbildungswerk ist es deshalb wichtig, Kinder mehr ans Wasser zu bekommen. Wir haben generell das Ziel, Kinder an den Wassersport heranzuführen, also den Weiterbildungsauftrag zu erfüllen. Und hier an der Station haben wir neben den Feriencamps auch klassische Gruppen für Drachenboot, Kajakkurse, Kanadierkurse, wo wir Vereine haben, die vorbeikommen, wo wir Azubi-Trainings haben, wo wir auch Betriebsausflüge haben. Also das ist für alle geartet, aber die Camps klassisch natürlich Kinder. Und auch wenn die Kinder nur Wassersport im Kopf haben, gehen die Piraten nach der Abkühlung auf Abenteuerjagd, wandern im Wald oder bauen eigenständig Boote mit runden Kanistern. Wir haben auch eine Piratenflagge gemalt. Wir haben auch so Boote selbst gebaut und dann auf dem Wasser auch gefahren. Und weil es den Kindern Spaß macht, besuchen sie jedes Jahr aufs Neue das Piratencamp. Und dann macht vielleicht auch Leni wieder die Meere unsicher.